Guten Morgen! Welcome to a new vloggy vlog vlog vlog. Die Sonne scheint extrem und es liegt einfach Schnee auf der Terrasse. I'm about to get some breakfast. Ich habe gerade Leibniz-Kekse gegessen. Jetzt ist mir ein bisschen schlecht, deswegen esse ich jetzt mal was Normales. Ich sag nichts gegen das Wetter, weil das Wetter ist so krass. Ich würde sehr gerne heute noch Bilder machen. Yes, so let's get downstairs. Guten Morgen, Prinzessa. Wie geht's dir? Ich glaube, ich gehe mit meiner zum Arzt. So schlimm? Nein. She's sick. Ja, aber wegen der Fuß und dem ganzen Schleim hier. Okay, glaube ich, gehe ich nochmal. Gehen wir dann heute noch zum Optiker? Oh, I look crazy. Hm? Ja, ja. Lass uns ein Stück Schippe rein. Machst du heute Bilder von mir? Kannst du mir bitte mein Wasser geben? Wo? Ah, da. Wo? Da sind doch Flaschen. Die sind alle leer. Ja, okay, dann gehen wir so um 11:30 hier weg. Ich frühstück was, dann mache ich mich fertig. Und dann gehen wir los. Ja. Machst du dann Bilder von mir? Nein. Wenn wir beim Optiker sind und so draußen. Ja, kann sein. Okay. So, mein Make-up ist fertig. Ja, es ist neutraler. Nicht natürlich, aber neutraler. Die Sonne ist mega draußen. Also, ich bin echt excited for some pictures. Ich fahre gleich mit meiner Schwester zu einem Optiker, weil wir waren gestern beim Augenarzt und ich brauche eigentlich eine neue Brille bzw. neue Gläser. Das schmecken tut es schon mal nicht. Man sollte auch vielleicht nicht reden dabei. Die ist nur kurz über ein Plus-Minus, aber in der Schule nervt es sie halt. Und deswegen mache ich mich jetzt fertig. Rufen Sie mal. Doja? Machst du dich fertig? Bist du fertig? Okay. Leute, ich habe mein Kartenetui wiedergefunden. Es war in der Jacke. Obwohl ich eigentlich dachte, dass ich die Jacke nicht anhatte, als ich es das letzte Mal anhatte, als ich es verloren habe. Ist jetzt aber auch egal. Ich habe es jetzt wiedergefunden. Gott sei Dank, es war bei mir oben. Ich dachte nämlich, dass es bei mir oben war. Weil ich dachte nämlich nicht, dass es geklaut war. Macht mich sehr glücklich, weil da muss ich mir keinen neuen Perso holen. Da muss ich mir keine neue Karte holen. Nicht mein Konto sperren lassen. Also, ja, I'm happy. So, wir sind jetzt beim Optiker. Bist du excited für eine Brille? Nein. Ich gucke auch nochmal nach einem neuen Brillengestell für mich, weil meine Augen sind wieder ein bisschen schlechter geworden, also zumindest das eine. Und ja, aber jetzt erstmal das Sitra. Das finde ich aber auch cool. Im Moment ist ja auch mit dem Gold, ist ja auch aktuell, ja. Und Kupfer. Ja, ja. Die ist Rose Gold, ja, genau, ja. Das ist total. Ich finde, die ist cool. Die finde ich auch cool. Ja. Will ich auch gleich mal probieren. Ja, unbedingt. Zieh nochmal die andere an. Die nicht so gut. Da fand ich die andere besser. Ja, ich auch, weil schön der Turm passt. Ja, sie wirkt einfach. Der will die nicht nehmen. So, wir sind jetzt fertig beim Optiker. Die Selina wartet schon bei mir zu Hause. Ich habe noch gar nicht erzählt. Wir kriegen nämlich heute eine Massage. Weil die ist heute mit ihrer letzten Klausur fertig. Und ich habe seit Wochen extreme Rückenschmerzen. Und will mich auch wieder mal ein bisschen entspannen. Ich weiß, Luxusprobleme. Aber wir gehen dann zusammen in die City und lassen uns da massieren. Die wartet jetzt zu Hause. Und ich habe mir jetzt ein Brillengestell rausgesucht. Ich kann euch gleich mal zu Hause nochmal ein Bild zeigen. Prost. Oh. Und ja, ich fahre Doja noch schnell zum Arzt. Und yes, that's the plan. Dinner for two. Ratet mal, was ich wieder essen kann. Pesto Rosso. Selina isst Cookie Dough Eis und ist fertig mit ihrer letzten Klausur. Party Harty. So, wir sind jetzt in Frankfurt angekommen und wir haben jetzt 15:45. Haben wir noch genug Zeit, um dahin zu laufen und we are excited. So excited. So. Dankeschön. So, wir machen by the way eine Paarmassage. Also vielleicht nicht. Ich weiß. Oh mein Gott, ich muss auch nochmal auf Toilette. Scheiße. Leute, ich sehe aus wie Scheiße, aber es war so
so verklebt. Sie sieht auch ein Flieg aus, aber ich nicht. Für alle, die es interessiert, wir waren bei Pocket Spa One in der Schillerstraße in Frankfurt. Oh Leute, die hat bei mir am Ende so viel geknackst. Das war so witzig. Wir mussten uns dann so hinsetzen. Und dann hat die mich so hin und her, so, wie heißt denn das? Ausgang, nicht in den Keller. Hat die mich so, so hin und her und hin und her und dann so schnell krack. Und dann hat sie alles so geknackst und ich war so, und dann musste irgendwie so der ganze Raum sich angehört wie so ein leidendes Tier. Ja. Ich war so, what the fuck. Ich bin so relaxed gerade. I wanna touch this floor. Und da ist der Ausgang. So, wir sind jetzt, wie gesagt, draußen. Heute war so ein schöner Tag. Also wirklich, gebt euch das mal, wie schön Frankfurt einfach gerade aussieht. Und ich sehe literally aus wie ein Snaggagagagagag. Und ja, wir gehen jetzt nach Hause. Ich habe noch überlegt, ob ich ins Gym soll, aber ich bin so relaxed. Ich will mich eigentlich nur abschminken und mich ins Bett legen. Ich habe mich gerade abgeschminkt. Wir sind jetzt zu Hause. Und ich bin so müde. Und einfach nur so im Chiller-Modus. Oh, meine Hand fühlt sich gerade... Fass mal meine Haut an jetzt. Voll weich. Ja. Ich will eigentlich jetzt nur noch schlafen. Ich bin echt müde. Ich habe gerade diesen SD-Karten-Adapter geschrottet. Der hat sowieso schon die ganze Zeit so einen dummen Wackelkontakt gehabt. Zu meiner Kamera. Und deswegen muss ich jetzt schnell ins MTZ fahren. Ich hole die Sophie ab und dann... Oh mein Gott, wieso habe ich eine Socke in der Hand? Und dann gehen wir schnell zum Mediamarkt, den Adapter holen, bevor das Zentrum zumacht. Och, das nervt mich ja jetzt schon wieder so sehr. Ich hätte so ein billiges Ding von Amazon nicht kaufen sollen. Ich hätte mir gleich von Apple so ein qualitativ gutes Ding kaufen sollen. Aber nein, ich war ja zu geizig. Das habe ich jetzt erfahren. So, ich bin gerade dabei, mein Zimmer aufzuräumen, damit ich zu Louis fahren kann. Gucken, ob meine Mama mich überhaupt jetzt rauslässt. Mein Wohnzimmer sieht ganz okay aus. Ich muss halt jetzt nur noch diese Flaschen hier wegmachen und die Klamotten von meinem Bett aufheben und alle Klamotten, die auf dem Boden liegen, aufheben. Ja. Und das Video habe ich auch online gestellt. Können wir mal kurz gucken, wie es bis jetzt so ankommt. Hi Leute. Apropos Leute, gebt dem Vlog einen Daumen nach oben, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Do it right now. Ich habe das Gefühl, immer wenn ich das in einem Video sage, dann kommen mehr Likes auf das Video. Und ja. Oh Gott, da ist sie wieder. Aber die Aktion bei Snap ging gar nicht mit der behinderten Frau, über die du dich lustig gemacht hast. Welche behinderte Frau, wo ich mich lustig gemacht habe? Wenn ihr die Frau meint, die ohne Schuhe gelaufen ist, dann meinte irgendjemand, ja, Caro, die hat eine Persönlichkeitsstörung, die weiß nicht, was sie macht. Die weiß sehr wohl, was sie macht. Also, ich habe die da noch unten in der Bibliothek gesehen und die hat halt so einen Hippie-Lifestyle, wo sie halt keine Schuhe an hatte. Und es waren gefühlte minus 2 Grad draußen. War es jetzt nicht, vielleicht so 5 Grad oder so. Aber still, es war halt einfach immer noch viel zu kalt. Und ich war nur so, what the fuck, why is she not wearing any shoes? Und die hatte keine Persönlichkeitsstörung, also... Ich mache mich nicht über behinderte Leute lustig oder so, also wirklich nicht. Hi Leute, it's the next day. Gestern ist noch ein bisschen was passiert, dazu komme ich aber gleich. Ja, wir haben jetzt schon Nachmittag. Ich bin aus dem Gym zurück, habe meine Haare gewaschen, habe mein Zimmer aufgeräumt, habe die Wäsche gemacht. Muss gerade noch ein paar Klamotten aufräumen. Und ja, ich habe heute ein Paket bekommen und zwar habe ich einen Föhn bestellt und zwar ist es der hier von GHD und zwar ist das der hier, der kam in so einem Set, was ich ein bisschen komisch finde. Und zwar auf dem Kasten seht ihr ja weiß, schwarze Klammern und diese Bürste sieht auch so ein bisschen nicht so robust aus, sondern so ein bisschen weicher, ne? Komischerweise ist in diesem Paket hier, in diesem Set,
sind es weiße Klammern, was ich jetzt persönlich nicht so schlimm finde, aber eine nicht so robuste Bürste. Seht ihr das, dies oder täusche ich mich? Aber ich meine nicht, weil das sieht viel definierter aus und das ist so. Ja, und die Haare, das ist mein Haar. Ja, ist jetzt auch nicht so tragisch, weil es ging mir eigentlich um den Föhn und das fand ich ein ganz cooles Extra, was noch dazu gab. Weil das Set war komischerweise günstiger als der Föhn selbst. So, I don't know what Amazon is doing there. Aber ich probiere den jetzt mal gleich aus und sage euch dann, wie es war. So Leute, ich bin jetzt beim Arzt, aber ich halte euch auf dem Laufenden und erkläre euch gleich alles. So Leute, wir haben Abend. Ich wollte mit euch jetzt noch mal ein paar Sachen besprechen. Zum einen, wieso wurde das letzte Video gelöscht und nochmal hochgeladen? So, die Leute, die die Notification Bell anhaben, die wissen jetzt ziemlich schnell, dass ein neues Video online ist. Und mir passiert es ab und zu, dass ich irgendwas in dem Video vergesse oder dass bestimmte Dateien nicht richtig exportiert wurden und dann muss ich wieder löschen und nochmal hochladen. Ich wünschte, dieses Mal wäre es so. Dieses Mal ist aber mir Gott sei Dank noch schnell genug aufgefallen, weil mir so viele geschrieben haben, Caro, schau dir bitte die Minute bla 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 an, weil da sind Sachen, die man nicht sehen sollte. Und ich war noch schon so, was? Dann gehe ich so auf Instagram direkt und ich habe so viele Nachrichten von euch bekommen. Hat man einfach ein bisschen von meiner Brust gesehen, also so ein bisschen die Brustwarze, weil ich so ein Crop-Pulli anhatte und kein BH drunter. Ich hasse BHs, wisst ihr ja. Und dann ist es hochgeflutscht. Ganz kurz nur. Man sieht auch nicht viel, also ist jetzt nicht so, wo ich mich jetzt schäme und weine, dass man das jetzt gesehen hat. Es war nicht viel, aber es war trotzdem inappropriate. So was sollte nicht auf YouTube sein. Deswegen habe ich es gelöscht und nochmal hochgeladen. Mir ist es nicht extrem peinlich, aber mir ist es schon ein bisschen peinlich. Aber im Endeffekt hat man nicht viel gesehen. Ja, so viel dazu. Also, wow, ich dachte niemals, dass mir sowas passieren wird. Aber ich habe es einfach beim Bearbeiten nicht gesehen. Aber gut, ist jetzt halt passiert. Kann man mich jetzt eh nicht mehr rückgängig machen. Ich hoffe, dass jeder, der dieses Bild gescreenshot hat, das bitte löscht. Oder wenn es nicht löscht, bitte einfach nicht rumschickt. Think about your karma, girl. Oh boy. So, please, just delete it. Ich hatte ja heute einen Arzttermin. Darüber will ich jetzt ehrlich gesagt nicht sprechen. Aber es ist jetzt nicht so bombenmäßig gelaufen, wie ich es mir erhofft habe. Aber sobald ich gute Neuigkeiten habe, werde ich euch darüber updaten. Ja, ansonsten habe ich morgen Ferien, was geil ist. Morgen habe ich nur 2 Stunden Schule. Und Luis und ich werden morgen meinen Schrank aufräumen, aufbauen meine ich. Dann werden wir noch Kommoden aufbauen. Ja, morgen wird ein cooler Tag. Das Wochenende wird auch schön. Also ich freue mich da schon drauf. Und ja. Den Rest seht ihr dann in meinem nächsten Video. Nächste Woche kommt dann ein Haul online. Nächste Woche kommt mein Abi-Review online. Ja, das war's eigentlich. Noch irgendwas Wichtiges? Ich mache mir nächste Woche Wimpern-Extensions. Krank, ne? Zum zweiten Mal habe ich die dann. Hat auch einen bestimmten Grund, wieso ich das mache. Aber das erfahrt ihr im Laufe der Videos in den nächsten Wochen. Und ja. Gibt es noch irgendwas zu erzählen? Das Wetter geht mir extrem auf den Sack. Folgt auf jeden Fall meinem Instagram. Mich freut es voll, dass das Bild so gut angekommen ist, weil ich finde es auch extrem schön. Es hat einfach 17.000 Likes. I'm not used to this. I'm really not used to this. Aber mich freut es natürlich. Und lasst mich auch gerne in den Kommentaren wissen, was für Videos ich mehr machen soll. Hättet ihr Lust an einen Clubbing-Lookbook? Dann schreibt mal unten in die Kommentare, ja, ich habe Bock auf ein Clubbing-Lookbook oder so. Dann würde ich das auch in den Ferien abdrehen. Ja. Das war's, Leute. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Mich freut es sehr, dass wir von Tag zu Tag immer mehr werden. Wir sind jetzt schon fast an den 90.000. Da fehlen jetzt noch so knappe 4.000. Aber das kriegen wir auch bald hin. Ich freue mich, dass so viele neue Leute dazugekommen sind. Ich hoffe, die Vlogs gefallen euch. Und ja, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Entschuldigung, dass ich einen Bonbon esse. Aber es schmeckt einfach so geil. Das sind diese 2, die so flüssig innen drin sind. Ja. Okay. Tschüss, Leute.